Jo. Ich bin der Andi. Auch Andi. Und wir gehen heute zum Wakeboarden nach Steinberg. Steinberg am See. Und vorher müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen Proviant holen. Es ist 9 Uhr morgens und wir brauchen unbedingt ein bisschen einen kleinen Snack, irgendwas zu essen. Da nehmen wir euch jetzt mit. Fertig vom Edeka. Für mich die Basics wie immer, meine Pepsi, das Healthy Life, ein Shake, zum Essen ein kleines Salami-Baguette. Für mich immer ein Espresso, der darf nie fehlen, einen kleinen Proteinriegel, Smoothie, einen grünen diesmal und ein Wasser. Abfahrt! Angekommen in Steinberg am See. Wetter ist so lala, aber noch in Ordnung. Es ist zumindest nicht mehr so heiß wie die letzten Tage. Sollte, glaube ich, ziemlich angenehm werden, oder? Ja, ich glaube, Wetter perfekt. Nicht zu heiß. Die letzten Tage war ja bodenlos. Aber heute ist perfektes Wetter. Dann schauen wir raus, oder? Abfahrt. Worauf muss ich denn aufpassen? Was sind so die Basics? Bist du nie gefahren? Nee. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nun gar nicht. Er auch nicht. Noch nie gar nie. Noch nie, nie, nie. Nee, noch nie. First timer, ja. In die Knie gehen beim Fahren. Ja. Oberkörper aufrecht, die hintere Schulter kommt mit nach vorne. Also die Ohren immer komplett ausgerichtet. Körperspannung. Genau, wichtig ist nicht runterschauen beim Fahren. 12 seconds later. Die Profis! Ich hab's mal wieder voll aufs Maul lassen. No fucking excuses. Voll auf die 12. Wie Jackass. Die ersten 2 Stunden sind rum. Kurzes Fazit. Wakeboarden ist gut, aber sehr, sehr anspruchsvoll. Bei mir lief's nicht so gut am Wakeboarden. Wie war's bei dir? Bei mir ein bisschen besser. Aber auch nur 3 Runden, jetzt dann möchte ich 5 Runden schaffen. Wir haben jetzt nochmal 2 Stunden nachgebucht, weil es so Spaß gemacht hat und wir versuchen es jetzt auf jeden Fall besser zu machen. Bis gleich. Wir sind fertig geworden mit dem zweiten Slot für 2 Stunden. War es besser, der zweite Slot, oder war es schlechter? Es ist schon eine Mammutaufgabe. Also es geht voll krass in die Unterarme. Wir merken beide so den Pump in den Unterarmen. Meine Unterarme sind so mulu. Ich bin tot. Aber die holen dich immer nach 3-4 Runden holen die dich raus, weil das hält man nicht durch. Also länger ist es echt unmöglich. War auf jeden Fall ein gelungener Nachmittag. Wir gehen jetzt auf jeden Fall was essen, oder? Duschen, essen und dann melden wir uns nochmal, oder? Jawohl. Mit ein paar abschließenden Worten. So, fresh geduscht, oder? Fresh und heiß geduscht. Die waren so motherfucking heiß, die Duschen. Also der Boiler, das ist ja Wahnsinn. Wir haben Hauptverbrennungen. Da war noch eine Warnmeldung, dass der Boiler vielleicht nicht funktioniert. Ja, Bullshit. Der funktioniert sehr, sehr gut. Ja, der funktioniert so gut, dass er uns Hautverbrennungen gebracht hat. Aber egal. Der Tag war lang und anstrengend, länger als erwartet. Aber er war sehr, sehr gut. Der zweite Slot hat gut funktioniert. War geil. War geil. Aber wir haben die Wakeboarder zerstört. Wakeboarden war gut.
Ich habe dann auch ein paar Runden geschafft. Und jetzt haben wir uns auf jeden Fall ein saftiges Essen verdient. Jawohl. Bis später dann. Angekommen in Regensburg. Jetzt merkt man das schon, dass wir ziemlich müde sind, oder? Ziemlich Molo. Beim Asiaten in Regensburg. Mal schauen. Wir haben schon bestellt. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Jetzt merken wir, wie wir zur Ruhe kommen, dass wir einen kleinen Brandy haben. Also die Sonne hat schon doch ein bisschen durch die Wolken ordentlich geknallt und das Wasser macht allgemein fertig. Und ist gar nicht so ohne das weg geworden. Also der Rückblick, auf jeden Fall was geil und kann man empfehlen. Und ich freue mich jetzt richtig aufs Essen. Sehr lecker, aber da ist ein Cheat drauf. Der Kollege hier, die Paprikaschote, sehr, sehr scharf. Haben wir schon probiert? Was, Bruder? Monsterschärfe. Man kann kaum mehr reden. Asiate ist sehr gefährlich. Hat sie die Fotzen wegbrannt. Dann lass das schmecken. Wie hieß der nochmal? Rice Corn. Echt zu empfehlen. Super freundlich. Geile Bowls. Die haben gleich doppelt zugegriffen. Jede Bowl zweimal. Jede Nase 30 Euro. Aber jetzt platze ich aus allen Nähten. Also ich bin voll und ich bin Molo. Ich habe schon Soßendörl aufgemacht und weitergestellt. Dann war es das heute für unseren kleinen ersten Testrun. Ich hoffe, es hat euch gefallen beim Wakeboarden. Wir haben euch ein bisschen mitgenommen und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns das nächste Mal. Da steht schon was an, wir haben schon was in Planung. Wir sehen uns das nächste Mal. Das sagen wir noch nicht. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und dass man meine Haare sieht. Genau. Die Steine sind bodenlos. Stiftung Warentest. Und besitzt deine Kleidung? Ich bin einfach zu fett. Gestern einen Marzipankoffer noch gestern.